So, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge, zu einer neuen Kanalvorstellung. Ich stelle deinen Kanal ins Rampenlicht. Und liebe Leute, ich habe wieder einen ganz besonderen rausgesucht. Seid nicht traurig, wenn ihr nicht dabei seid. Ihr kommt beim nächsten Mal wieder dran. Ich habe eine Liste bereits erstellt, wer wann wie drankommt, und ich werde das so oft wie möglich raushauen, aber es ist wieder soweit. Ich habe einen neuen Kanal gefunden. Ich habe auch ganz kurz deabonniert, damit ich auch neuen Abonnenten zeigen kann, wie der Kanal aufgestellt ist. Und da schauen wir jetzt mal rein. So, der Kanal ist der liebe PVPOK. Ja, abonnieren müssen wir ihn noch, das ist richtig. Und jetzt schauen wir uns einmal sein Titelbild als erstes an. Game Channel PVPOK hat ein cooles Titelbild, auch ein cooles Profilbild. Er ist ein Digger, super Kanäle. Da bin ich anscheinend nicht aufgelistet, wobei das macht ja gar nichts. Er hat einen neuen Kanal-Trailer für den Gaming Channel und da schauen wir jetzt mal ganz kurz rein. So, nicht schlecht dieser Kanaltrailer. Ja, hat hier auch seine beteiligten Freunde aufgelistet. Toll, dann schauen wir mal in die Kanalinfo. Ich finde seinen Kanaltrailer sehr gut, sehr gemütlich, sehr angenehm, sehr auffordernd, dass man ihn abonnieren soll. Ja, und mit der Beschreibung geht es nun auch los. Er ist übrigens am 11.05.2014 beigetreten. Wie viele Videos hat 216 Videos? Und jetzt lesen wir uns kurz einmal die Beschreibung durch. Für euch lese ich die kurz durch. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Joe. Mein Nickname ist PVPOK. Jeden fünften Tag möchte ich ein Video hochladen. Hier findet ihr Videos vom Spiel Warfighter und Replays. Auch andere Spiele werde ich einstellen. Von meinem Hobby Funkempfang kommen auch Videos. Über ein Feedback würde ich mich freuen. Nur wenn ich konstruktive Kritik bekomme, kann ich es besser machen. Ein Daumen hoch oder Abo wäre super. Viel Spaß und Freude in euren eigenen Spielen. Der Link zum Spiel, wer Informationen und ein gutes Forum sucht, schaut doch mal bei den Links im Blitz Homepage und Checkpoint WT.de vorbei. Mein Facebook, Johannes Mirus. Auf meiner Homepage findet ihr einige Hobbys. Da muss ich mal selber vorbeischauen. Mirus.org. Hot Chili Sauce von Benze, Burnin' Benz. Danke, dass ihr alles durchgelesen habt. Gruß, euer PVP. Okay. Ja, hat Google Plus. Und jetzt schauen wir mal seine Playlist kurz an, ob das wohl schön brav und geordnet aufgelistet ist. Und ja, er hat es auch in geordnet in Infos, Gastreplay, Warfant. Warfunter, französische Panzer, italienische Panzer, japanische Flugzeuge und so weiter und so fort. Dann hat er seine Spezialtage. Funk, Tutorial, da könnt ihr reinschauen. Aber wir schauen in die letzten Videos rein, die unser lieber PVP okay gemacht hat.
Er ist ein etwas älterer Herr, hat sein 300-Abonnenten-Special erreicht, aber wir schauen da mal Vorstellung von 10 Videoprogrammen. Ja, da können wir reinschauen. Das schaut sehr interessant aus. Und sein Intro ist auch nicht schlecht. Bekommt er gleich mal einen Daumen hoch. Hallo Freunde vom Kanal PvP OK, seid herzlichst gegrüßt. Wie ich mal in einem Video angekündigt hatte. Bevor du es weiter ankündigst, muss ich mal sagen, wow, viele Apps. Da kennst du dich ja fast gar nicht aus. So, ich finde deinen Desktop mal richtig ordentlich, aber schaut nach einer Reihe gut aus. Ich glaube, das hat einen kleinen Hintergrund hier. Man sieht es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Hören wir uns weiter rein. Werde ich versuchen, euch mal einige Bildschirmaufnahmeprogramme zu zeigen und werde auch versuchen, mit diesen Programmen jeweils ein Video aufzunehmen. Das dauert aber dann nicht lang. Das wird ein kleiner Schnipsel sein, wo ich da aufnehme, damit ihr vielleicht vergleichen könnt, welches Aufnahmeprogramm bringt denn möglicherweise die beste Qualität. Ich gehe aber nicht darauf ein, auf die einzelnen Einstellungen, wie man welches Programm wie einzustellen hat. Wenn ihr euch dann für irgendeines dieser Programme interessiert, ich markiere jetzt mal die Programme, um die es gehen soll, die ich hier auf dem Bildschirm bei mir verlinkt habe, auf dem Desktop. Wow. Das ist also einmal so viel. Ich benutze nur OBS Studio und Wondershare Filmora zum Schneiden. Eigentlich brauchst du nur OBS Studio. Fraps kannst du vergessen. Bandicam kannst du auch vergessen. Ja, und Camtasia 9 auch. Ich finde, OBS Studio ist das Beste und zum Schneiden nimmst du Wondershare Filmora. Ja, aber ansonsten ein gutes Video. Jetzt schauen wir noch in ein zweites Video rein. Wäre sehr gespannt, was hier noch so gibt. Dein Abonnenten-Special. Video für meine tolle Community. Okay. Oh, das ist ja hier alles freies Gelände. Natürlich. Na wunderbar. Ja, wo fährst denn du hin? Ja, ich? Mal was ausprobieren. Was ist denn da hinten? Ach, der Hügel. Kannst du von da aus so weit schießen? Nein, wirklich? Ja. Na warte mal, da muss ich da auch mal kommen. Ja, weil das geht nur, wenn du ungefähr auf 150 ausgebaut hast, sonst lohnt es nicht. Hallo liebe Leute, hier ist euer PvP Okay. Seid herzlichst gegrüßt, ihr Zocker draußen auf der großen weiten Welt. Alle auf einem Hügel, ne? Ja, mit diesem Video. Mit diesem 300 Abo Spezialvideo möchte mich ganz herzlichst bei euch bedanken. Großartige Community, super Leute, viele Abonnenten, die wirklich treu und ehrlich Videos anschauen, Videos liken, Videos kommentieren. Ganz famos, muss ich ganz einfach sagen. Also mir fehlen da schon fast die Worte. Und momentan befindet sich mein Kanal ganz leicht im Aufwind. Super, sage ich, super. Bin jetzt also ganz knapp über die 300
Abonnenten. Ja, da bräuchtest halt einen und Panzer, ich glaube mal, dass mir bis Ende dieses Jahres bestimmt die 350 Abonnenten-Marke geknackt haben. Okay, ja, das soll es eigentlich erst einmal so im Großen und Ganzen geben. So, da stoppen wir mal kurz ab. Ja, 350 Abonnenten, das ist ein guter Plan. Ich werde dir dabei helfen, dass du das innerhalb einen Monat schaffst oder mit meinen Abonnenten jetzt schaffst. Liebe Abonnenten, schaut auf seinem Kanal vorbei beim BVP-OK, damit seine Abozahl gleich ordentlich steigt. Stellt es in eurer Schule vor, stellt seinen Kanal an euren Arbeitsplatz vor. Er ist so ein lieber Kerl. Und er hat super Kanäle, er hat super Freunde und Mitspieler. Okay. Kommt eine Werbung von Sony rein? Schlimmer wäre, wenn da was anderes reinkommen würde. Nein, Spaß beiseite, das können wir jetzt wegtun. Gehst du mal weg? Danke. So. Du hast einen sehr tollen Kanal. Es gibt keine negativen Kritiken. Lasst ein Abo einfach da. Ich werde jetzt auch die Glocke aktivieren wieder, damit ich nichts von dir verpasse, lieber Mirus, Herr Mirus. Die Anstalt hast du auch da, ganz cool. Kenne ich nämlich auch. Und du hast so eine angenehme Stimme. Ich wünsche dir so viele Abonnenten. Vielleicht holst du mich ja sogar auf. Ich glaube, du schaffst mehr. Du bist ein einzigartiger YouTuber und ich hoffe, dass du uns noch lange erhalten bleibst. Und ich würde sogar, ja, dein Begräbnis besuchen kommen, wenn du nicht mehr wärst. Wäre sehr traurig, aber ja, die Zeit rennt einfach davon und ehe man sich versieht in 20 Jahren, sind beliebte Personen weg. Ja, und damit du weiterhin Spaß an deinen Kanälen hast, sage ich meinen Abonnenten, schaut auf seinen Kanal vorbei und damit verabschiede ich mich wieder und sag danke fürs Zuschauen und ja, schön ein Däumchen nach oben auf seinen Videos vom PVP OK machen und ein Abo da lassen. Konstruktive Kritik will er ja haben, habt ihr ja gesehen. Wenn euch was nicht passt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn euch was gefällt, schreibt es in seine Kommentare. Ich sag jedenfalls danke fürs Zuschauen, ihr lieben Schlawiner und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.